Yo Leute, was läuft? Ein herzliches und warmblütiges Willkommen zurück zu Rise Son of Rome. Wir sind da, wo wir letztes Mal aufgehört haben, bei 44%. Kloppen uns durch die Massen und jetzt sollen wir uns an der Bitch rächen. Ihr den Kopf abschlagen, ihr wisst, wie es läuft. Diese komische, was auch immer, von den Barbaren, die Chefin, ich habe den Namen vergessen, ist mir aber auch scheißegal, weil ich kann sie eh nicht leiden mit ihrem hässlichen Pferdeschwanz und ihrer komischen Crack. Meff-süchtigen Scheißfresse. Budikas Truppen haben das Forum überrannt. Wie lauten eure Befehle? Wir durchbrechen Budikas Leibwache und töten sie. Yeah! Man kann nicht wieder nach Hause. Ja, laber mich nicht voll, du Bauer. Geht mir aus dem Weg. Der Papa hat eine Mission zu erfüllen. Ich scheiß jetzt mal auf alle Schriftrollen, die hier eventuell... Was wollt ihr denn? Ich bin doch eh nichts. Ich scheiß mal auf alle Schriftrollen, die eventuell hier rumliegen. Lässt du ihn in Ruhe? Dass ich aber auch immer die Aufmerksamkeit von allen gleichzeitig will. Du sollst den in Ruhe lassen, okay? Das hat nicht funktioniert. Ungefähr dreimal ist noch down. Ich hoffe, das hat viel Spaß gemacht. Ich will ja nichts behaupten, aber ich hab's Gefühl, Rom wird etwas überrannt. Ein übergewichtiger Schildspacko, ganz im Ernst. Schon mal weak, Alter. Also, rot, dass ich ihn hinrichten konnte. Warum frisst er noch so viel, ey? Man kann seinen Schildstoß abwehren, gleich bin ich wieder am Arsch. Okay. Obwohl sie es aufgegangen hat, trotzdem erstmal eine easy Zenturie. Wir haben Verlagerungswehren auf der anderen Seite. Ein Schuss vom Stock. Ja, ich mach das schon. Ja, entspannt euch doch. Öffnet dieses Tor! Aufrücken! Okay, ich wollte den Elefanten töten. Chill mal. Oh, lass mich mal durch. Was da? Wow. Ich hab zwar gesagt, wir scheißen auf Schriftrollen, aber die wollte ich mir nicht leben lassen. Wo geht's lang? Wo geht's lang? Wo ist er lang gelaufen? Ah ja. Ich bin eigentlich der Einzige, der hier Parkour und Jumpstyle-Skills hat. Folge mir. Läuf bei euch. Pilas. Unterstützt sie. Wie ging das nochmal? Ach so. Au. Ich hasse dich. Alter, abfeuern! Alter, abfeuern! Ich regel das. Salve abfeuern! Hammer! Sogar funktioniert hier. Kinect-Scheiße. Ich sag's euch, Jungs. Salve abfeuern! Eliminiert, Herr! Los, Männer! Ausrücken! Aber ich soll meinen Soldaten folgen. Ich folge denen. Ich bin etwas überfordert gerade. Budika, auf dem Elefanten! Sie versucht, die Palastverteidigung zu durchbrechen. Die Schlampe. Wie sieht's mit der Artillerie aus?
Da oben auf der Anhöhe steht ein Scorpio, Herr. Au. Herr, nicht zu weit fortbewegt. Feindliche Schützen decken das Gebiet an. Okay. Raste aus, Alter. Auf einmal kommen 560 Pfeile, nur weil ich ein bisschen weit gelaufen bin. Entschuldigung, ich dachte, ich muss in die andere Richtung. Hat er gesagt, auf der... Ach, egal. Mann, ich fühle mich gemobbt. Das Spiel hat sich gegen mich verschworen und alle Bogenschützen schießen gleichzeitig auf mich. Warum nur? Warum null? Boudica, auf dem Elefanten! Versucht die Palastverteidigung. Ich will aber zu den Elefanten. Wie sieht's mit der Artillerie aus? Verrate ich nicht. Da oben auf der Anhöhe steht ein Scorpio, Herr. Ach, da oben. Noch ein Viech. Oh mein Lord. Fucking Gold. Ich brenne. Ich brenne wie ein Kinder Bueno. Viele fucking Elefanten gibt es denn hier eigentlich? Die haben den ganzen, was weiß ich, Kölner Tor überfallen. Raste aus, du Bitch. Komm, gib mir da einfach mal den Pfeil. Aha. Dreckige Milf. Fix sie tot, die Bitch. Mit ihrer Schminke da, die sieht aus wie so ein Meth-Junkie, ganz im Ernst. Ich hoffe, du hast Angst, du Nutte. Angst, hier runterzuspringen, oder was? Blöden Pop. Aber die Musik ist auf jeden Fall episch. Hübsche Bikini. Ergib dich oder zahl den Preis. Auf dass du Rom zerstörst? Niemals. Wir können nicht beide siegen. Und jetzt lasse ich mich von dir auch nicht mehr aufhalten. Du weißt, dass du sterben willst, oder? Ich hab Angst. Oh nein, zu Hilfe. Boudica ist so gemein. Ich möchte nicht. Lass mich bitte... Hallo, können wir das nicht wie ganz normale erwachsene Menschen klären? Hallo? 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 Gehst du weg? Lässt du mich in Ruhe? Hallo? Okay. Bitch! Niemand mag dein Gesicht. Kleine Frage, wie soll ich hier durchkommen? Ah ja. Ist das wieder so ein klassisches... Ich muss ausweichen. Das klappt ja super. Das ist ja der Klassiker hier. Das läuft ja unnormal. Ah. Nein. Ich denke, lass mich in Ruhe. Bitte lass mich. Bitte, ich möchte hier weg. Mama, die ist böse mit mir. Ich möchte auch nur einen Schokokuchen. Entschuldigung, kriege ich mal ihren Speer? Hallo? Okay, er mag mich nicht. Wie sieht's bei Ihnen aus? Hallo? Leute, seid ihr eigentlich alle unflexibel oder was? Ich habe nicht so viel Gesundheit, ich habe Angst vor der Bitch. Okay, jetzt habe ich von deiner Mutter geklaut. Nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Ah ja. Sie ist ein klassisches One-Hit-Wonder, wenn ich es mal so nennen darf. Wie soll man denn die Bitch töten? Niemand mag dich. Guck mal, Alter, die ist doch völlig behindert im Kopf. Egal welchen Move ich mache, sie killt mich, Alter. Fang dich mal, du Bitch. Zahnlose Nutte. Boah, im Ernst, ey. Hätte ich damals abschlachten sollen, als ich da in diesem komischen Wald die Möglichkeit hatte. Die regt einen nur auf. Jetzt ist der arme Vitalion tot. Die macht einem nur Stress. Warum habe ich eigentlich keine Pilas dabei? Ich könnte einfach einen Speer zwischen die Augen schmettern und dann wäre Ruhe im Puff.
Ne, ich gehe hier lang. Ich habe keinen Bock auf die. Entschuldigung, wissen Sie, wo es hier zum nächsten Drive-In geht? Könnte ich ihr Schwert haben? Na, okay. Er weiß es auch nicht. Hier geht's runter. Super. Ich habe keinen Bock auf die. Die ist doch doof. See no evil, hear no evil. So treffen wir uns wieder, Römer. Habt ihr gerade gesehen, wie ihre hässliche Titte gewackelt hat? Ey, bah. Die ist so weiblich. Wir können nicht beide siegen. Und jetzt lasse ich mich von dir auch nicht mehr aufhalten. Ja, wie soll ich dich denn töten, Mann? Also die Fetten, wenn sie hochspringen, kann man nicht abwehren. Yeah, this is how we do it, man. Die cheatet da bestimmt eh wieder, so wie der letzte Bastard mit seinem Sand und Gift und so einem Scheiß. Ja, okay. Junge, willst du mich mobben? Ja, klar. Ach so. Ach, sie sind die, die durch Schilder schlagen kann. Ach, da war ja was. Ach so, okay. Entschuldigung. Ach so. Sorry. Was ist denn das? Ist die eigentlich behindert im Kopf oder was? Ganz im Ernst. Nee, sie macht am Anfang alles den gleichen Trick. Ich werde ihn jedes Mal abhauen, jedes Mal ins Gesicht. Und dann, wenn man denkt, okay, easy gewonnen. Dieser Gannikus ist ein Schwertmeister, er rastet völlig aus. Macht diese Bitch hier wieder irgendwelche gecheateten Kack-Moves und dreht sich im Kreis wie so ein Brummkreis und auf einmal bin ich tot. Niemand mag dich, Alter. Bah, noch nicht mal dein Vater, der sammernde alte Greis. So treffen wir uns wieder. Ja, erzähl's den Zähnen an deinem scheiß Arm, du Milf. Auf dass du Rom zerstörst? Niemals. Ach, Junge, ich kann doch überhaupt nicht sterben. Ich bin doch schon tot, ey. Mein Gott, so ein Geschisse hier. Ja, klar, so hat sich abgespielt. Guck, den Move. Anstatt sie den eben macht. Nein. Ich bin lieber behindert und schlag auf den armen Gannikus ein, bis er stirbt. Guck, da schlägt die ganz anders. Hey Mann! Auf einmal kann man den Schlag auch parieren, weißt du? Das ist so lächerlich. Das geht doch überhaupt nicht. Oh Mann, die schlägt einfach durch mein Schild durch. Alter, guckt sich das doch mal einer an! Ich rolle mich dreimal weg und jedes Mal trifft sie mich 500 Meter weiter weg. Sie teleportiert sich, schmeißt Schwerter nach mir. Ey, die riecht so nach Eichelkäse, das ist nicht mehr normal, ey. Leck mich doch. Heilige Scheiße, Mann. Dumme Bitch. Noch einmal kriegt mein Controller vom Kopf, die Alte. Du bist so hässlich, ich will deine Stimme nicht hören. Bitte halt's Maul. Tu mir den Gefallen. Niemand mag dich. Boah, du hast so ein geiles Tattoo, Mann. Krass, wo ist das her, Alter? Yo. Voll die geile Löwe, ey. Voll geil. Ja, voll Hammer, Alter. Ach so, diesmal fängt sie direkt mit ihrem Drehermuff an, den man nicht parieren kann. Finde ich cool. Bin ich Fan von.
Bin voll auf einer Wellenlänge mit dir, Bitch. Finde ich klasse. Den kann man nämlich nicht abwehren. Das ist super. Ach, klasse. Auch durch mein Schild durchgeschlagen. Es geht immer sehr schnell hier, muss ich sagen, mit meinem Leben. Ja, klasse. Ihr müsst wissen, ich drücke jedes Mal genau an der gleichen Stelle immer dasselbe, weil ich spiele das Spiel ja schon ein bisschen länger. Och, nee. Ist nicht wahr. Vergib mich. Tu es jetzt, Bodhika. Oh, ja. Genau. Machen wir nochmal. Ja, ne, ich laufe nochmal eine Runde mit dir. Ich glaube, ich nehme die Taktik des Ermüdens. Das heißt, wir laufen so lange, bis sie müde wird und der KI streikt. Die Taktik dabei ist, ihr müsst immer achten laufen. Merkt, wenn ihr das Spiel spielen solltet, immer achten laufen. Immer achten laufen. Immer achten laufen. Ganz entspannt achten laufen. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf dem Achten. Denkt dran. Die 8 lacht. Immer 8 laufen. Und jetzt habe ich dich. Okay, fast. Bodhika. Voll der Scheißname, Bitch. Wow. 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 Mit dem habe ich nicht gerechnet. Alter, dein Ernst? Die hat auf einmal Fokus? Mach ich auch. Okay. Okay, sie kann Fokus ausgaben. Wisst ihr, dass es mir überhaupt nichts bringt, wenn ich Fokus mache? Finde ich gut. Ach, lass. Das läuft ja unnormal. Muss ich dann wieder von ganz von vorne anfangen? Alter, die zieht mir mein komplettes Leben ab. Bitte, bitte lass mich nicht nochmal von vorne anfangen, bitte. Bitte. Oh Gott, danke. Alter, wieso. Was soll man denn dagegen machen, wenn die auf den Boden schlägt, wie so eine Bekloppte? Du hast definitiv zu viele Hände, Bitch. Habe ich schon gesagt, dass ich mich gleich vor Wut übergebe. Das Tolle ist, man kann sie ja noch nicht mal angreifen, man muss ja wirklich nur kontern. Ich habe gerade 4 Angriffe hintereinander gemacht. Greif halt mal an, Mann. Oh, Alter, im Ernst. Alter, wirklich jetzt? Ey. Die geht einem auf den Sack. Das stellt ihr euch überhaupt nicht. Kündigt, macht euch gar kein Bild von. Wie die mir auf den Piss geht. Och ja, jetzt kann man auf einmal. Ach so, Entschuldigung. Jetzt kann man ihren Fokus-Move abwehren. Okay. Okay, ja genau. Den kann man aber nicht abwehren. Oh, ja, das finde ich super, dass das alles so gut funktioniert. Ja, klasse, genau so meine ich das. Das sollte ja unnormal mit dem abwehren. Ach ja, den kann man noch. Ach, genau. Genau. Okay, jetzt kann ich auf einmal so eine Kombi machen und schlag sie 100 Mal hintereinander. Junge, das Spiel, ne? Du bist am Arsch. Marius, Sohn Roms. Doch nicht mein Typ. Wir zwei sind gar nicht so verschieden. Oh doch. Das Schicksal macht uns zu Feinden. Schnauze. In einem anderen Leben.
In einem anderen Leben vielleicht. Ja. Nicht in diesem. Nein. Nicht in diesem. Ich trinke was, die geht mir auf den Sack. Dein Ernst jetzt? Tu es, Römer. Tu es. Geht doch. Da schmeckt der Eistee gleich fünfmal besser hier. Mit der alten auf dem Boden. Centurius Severus zu mir! Stell das am höchsten Ort auf, den du findest. Wenn die Barbaren ihn sehen, fliehen sie. Dabei auch. Unser sein. Da du offenbar nicht zu meinem Schutz hier bist. Wozu dann? Bist du so blöd oder was? Ist meine Familie ermorden. Ihr habt Rom zerstört. Alles, was geschehen ist. All das unnötige Sterben. Eure Eifersucht. Eure Eitelkeit. Eure Arroganz haben dazu geführt. Warte. Hast du die Prophezeiung des Orakels vergessen? Kaiser Nero kann nur durch sein eigenes Schwert sterben. Du kannst mich nicht töten. Nur ich kann das, hast du selbst gesagt. Ich flehe euch an. Gib mir deinen Dolch, General. Dann sterbe ich zumindest als Kaiser. Selbst wenn ich nie so lebte. Ich wette, der will mich verarschen, der Bastard. Du sagtest, die Barbaren seien besiegt. Also? Nicht sie hämmern gegen die Tür. Es sind meine Prätorianer. Wachen! Wachen! Damokles ist hier! Er will mich töten! Beschützt mich! Mich verarschen. Der Fette kann sich wohl schlecht unsichtbar machen. Marius, mein Guter. Hast du irgendeine Idee, wie viel Ärger du mir bereitet hast? Wie hart ich gearbeitet habe, bis alle Teile des Plans sich zusammenfügen. Fetti! Gib mich auf den Sack, Bitch! Alter! Was muss ich denn hier überhaupt drücken, ey? Ich komm gar nicht mehr klar. Entschuldigung. Junge. Okay, war kein Expertentreffer da hier, was weiß ich, legendärer Treffer. Alter, ich drücke jedes Mal das falsch, aber ganz im Ernst, ist mir egal. Die Sequenz ist trotzdem geil. Da konnte ich jetzt gar nicht. Ich konnte noch nicht mal was drücken. Entschuldigung. Was ist denn hier los, ey? Ich check gar nichts mehr.
checkt das nur, was ich hier machen muss, ganz im Ernst. Man hat überhaupt keine Zeit, irgendwas zu drücken. Ja, Junge, was ist denn los mit dir, bitte? Was? Ich hab's doch gedrückt, bist du blöd im Gesicht? Ich hab schon wieder X gedrückt. Okay, ich kann hier gar nichts machen. Der killt mich einfach jedes Mal. Ist dieses Spiel dumm? Ohne Witz. Ich feiere das zwar, aber was ist denn hier los? Ich gehe hier lang. Ah ja. Die klassische unsichtbare Wand. Das Blöde ist. Oh nein, ein unsichtbarer Gegner. Alter, was soll ich denn drücken? Warum habe ich denn jetzt schon fast gar kein Leben mehr? Das ist so... ganz im Ernst, ne? Was? Ich guck gleich im Internet. Ich raste gleich völlig aus, ich schwör's euch. Ich kann nichts mehr einstellen. Wie soll ich dich denn bitte töten? Wie? Wie? Sag mir das. Der A-Knopf bringt nichts. B kann ich nicht drücken. Es geht gar nichts. Hier, ich drück alle Knöpfe, ist mir scheißegal, es funktioniert überhaupt nichts. Ja, das ist total toll hier. Ich drück jetzt mal gar nichts. Mal sehen, ob überhaupt irgendwas aufleuchtet. Ach, okay, auf einmal. Ist klar. Schön, dass wir drüber geredet haben. Das war auch wieder perfekt. Ich warte jetzt die ganze Zeit so lange, bis mir was aufleuchtet. Falscher Knopf. Aua. Wieder falsch. Lang genug wartet. Was? Wo? Entschuldigung. Ganz im Ernst. Wo kam er jetzt her? Der war geil. Entschuldigung. Hat alles falsch, was falsch zu machen geht. Aber ist mir auch egal. Ich feiere das trotzdem. Ich drücke zwar jedes Mal auch den Knopf, der angezeigt wird, aber. Begeistert von unserer Standhaftigkeit. Ich glaube, wir bluten. Ach so, das war das letzte, deswegen war es ein bisschen schwerer. Okay. Ah. Sein eigenes Schwert. Du fettes Schwein. Ich glaube, wir sterben jetzt auch. Ich glaube, wir haben ein paar Erfolge bekommen. Gucken wir jetzt gleich mal alles in Ruhe an. Ich denke aber, das war's jetzt schon mit dem Spielchen. Können wir jetzt mal erfahren, wer das ist? Irgendeine Göttin oder was? Ja, wir haben ja unsere Rache. Klar sterben wir. Immerhin familiegerecht, alles gerecht.
Jetzt wird's endlich wieder gerecht. Haha, Spasti. Verloren. Eins zu null für Team Gelb. Gegen Team Blau. Oder Grün gegen Grau. Oder was auch immer. Ich bin farbenblind. Könnten wir am Arsch stecken. Über die Zeit erholte sich Rom. Seine Zivilisation wuchs und gedieh erneut. Oh. Die Stadt, gerettet von einem unbesungenen Helden, hatte Bestand. Über tausende Jahre. Yay. Rom würde überdauern. Von da an bis zum letzten Tag der Menschheit. Wenn das nicht mal eine geile Statue ist, yo. Marius aka Damokles on top of the road. Ich muss sagen, die Story war wirklich episch. Credits jucken mich ja eher weniger. Deshalb gucken wir jetzt mal, was wir an schicken, wundervollen Erfolgen bekommen haben. Executive Management, Chevalierli, Avnigieri, oh, das ist eine ganze Familie, Junge, das läuft aber. Schließe das Spiel auf der Schwierigkeitsstufe Soldat ab. Habe ich aber nicht. Durch und durch böse. Auf der Schwierigkeitsstufe Centurio, easy papisi. Auf einer beliebigen Schwierigkeitsstufe. Bla 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 bla. Bissige Boudica. Töte einen Gegner, indem du einen perfekt abwehrst. Der war lustig. Oh, jetzt nochmal das Ganze auf der schwersten Schwierigkeitsstufe, oder was? Ich weiß es nicht, ob ich mich das nochmal. Ob ich mich da nochmal durchquäle, weil es gab wirklich Stellen, wo ihr live dabei wart, wo ich wirklich sagen musste, wo ich fast verzweifelt bin. Einerseits mit dieser Boudica. Dann mit dem hässlichen Endgegner, wo ich glaube fast eine ganze Folge mit einer halben Stunde verbracht habe, bis ich diesen komischen Typen in dem Wald da niedergemacht habe, diesen Stierkopf-Spasti, der auch überhaupt nicht verrecken wollte, fragt mich nicht warum. Und nee. Und dann natürlich nochmal diesen komischen Spasti, der am Ende 15 Mal da war, hier der Sohn vom Nero. Nee. Da gab es schon echt Szenen, da musstest du dich echt zusammenreißen. Aber ansonsten wirklich, ich habe das Game gefeiert. Mit Herzblut gespielt und freue mich schon auf den Multiplayer und vielleicht schneide ich dann auch nochmal so ein Best-of zusammen, was ich dann auf der schwersten Schwierigkeitsstufe durchspiele, wenn ich mich dazu überreden kann, weil ich denke, das ist nochmal eine Ecke härter und da werden dann auch die normalen Gegner nochmal ein bisschen mehr Schaden machen. Ich hoffe einfach, es hat euch gefallen. Könnt ihr mal in den Kommentaren euren Eindruck vom Spiel hinterlassen, was ihr geiler gefunden hättet, wo die Macher mal ein bisschen mehr hätten rausholen können, was ich hätte besser machen können, warum ich behindert bin und ja, einfach solche Sachen könnte ich gerne mal in den Kommentaren lesen, ich würde mich drüber freuen. jo, ich werde demnächst noch ein kleines Videochen hochladen oder wird wahrscheinlich schon oben sein zu einem Gewinnspiel und ja, der Gewinner wird dann am Sonntag bekannt gegeben, wie ich schon vorhergesagt habe. Magic. Und ja, zu gewinnen gibt es wie gesagt das Rise-T-Shirt, was ich gezeigt habe. Und ja, wer Bock hat, kann mal in die Kommentare einfach dann nochmal unter dem Video, ich poste euch mal hier gleich den Link da rein, kann dann mal auf das Video gehen, einfach darunter schreiben, seinen Namen und dass er gerne das T-Shirt haben möchte. Und dann wird am Sonntag jemand ausgewählt, Ene Mene Mu, ich bin raus wie eine Kuh. Und ja, der wird dann nochmal angeschrieben, gibt mir seine Adresse und schon fliegt das T-Shirt zu ihm. Ob er so ein Mongo-Autogramm von mir haben will oder nicht, kann er selber entscheiden. Ich möchte jetzt nicht irgendwie, ne, also, ihr wisst schon, wie ich meine. Ja, ich hoffe einfach, ihr hattet wirklich Spaß mit der Reihe, das Spiel. Wird auf jeden Fall nicht in meinem Schrank verstauben. Ich werde es auf jeden Fall öfters nochmal spielen. Der Multiplayer wird bestimmt auch nochmal eine interessante Erfahrung sein. Das spiele ich auch nochmal auf jeden Fall für euch an. Gibt es halt wie gesagt nochmal so ein kleines Rise-Special. Und ja, ich hoffe einfach mal, ich kann auch so ein Best-of reinbringen. Dann nehme ich halt zwischendurch auch mal auf, wie ich labere. Vielleicht raste ich auch zwischendurch mal wieder aus.
Es ist ja mal... Ich muss sagen, ich reiße mich halt wirklich bei den Let's Plays immer zusammen. Aber es gibt auch Momente, da könnte ich völlig verzweifeln. Momentan bei Sniper Elite teilweise. Ich möchte weiterspielen. Bin ja in der zweiten Mission am Ende gestorben. Und ich spiele es auch authentisch. Also ich muss es einmal im Durchschaffen. Und ich komme einfach nicht mehr an die Stelle, wie ich das in dem Let's Play geschafft habe. Und ich habe auch gar nicht so viel Zeit. Ich weiß gar nicht. Und du kannst denn die Xbox nicht ausmachen. Ich sag's euch, ihr... Nee. Völlig am Verzweifeln mit dem ganzen Shit. Aber egal, ich spiele meine ganzen Spiele quasi blind. Das heißt, ich habe das noch nie vorher angespielt, den ganzen Kladderadatsch hier. Und deswegen ist es halt immer ein bisschen interessanter mit mir, weil ich quasi nicht weiß, was passiert, wie es passiert und wann die nächsten Lecks kommen. Und ja, ist es halt immer so ein bisschen lustiger, finde ich. Und dann kann man halt so ein bisschen aus der Pistole locker, aus der Hüfte ein bisschen rausfeuern. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal aufs nächste Mittelalter-Kriegs-Whatever-Spiel. Also wenn ich mal wieder ein Schwert schwingen kann oder sowas. Ich habe auch Spartacus Legends auf der Xbox 360, aber ich weiß nicht, ob ich das mal spielen soll oder nicht. Es ist zwar ganz cool, aber es ist halt ziemlich einseitig. Man kann halt nicht so viele Sachen machen. Und es ist mehr wie ein bisschen, keine Ahnung, Street Fighter in einer Arena im Mittelalter mit behinderten Waffen und komischen Gegnern. So ungefähr könnt ihr euch das Spiel vorstellen, aber halt wie gesagt... Man kann sich seinen eigenen Gladiator designen und ich hatte halt mal so ein bisschen so ein Gannicus-Lookalike. Und jeder, der Spartacus kennt, würde das halt feiern. Und ich habe es halt auch ziemlich gepartied am Anfang, aber irgendwie, wie gesagt, es wird halt ziemlich langatmig und das, glaube ich, erspare ich euch. Könnt ihr mir ja auch mal in den Kommentaren sagen, ob ihr das mal sehen wollt, wenn ich mir da mal eine Runde gebe und den ganzen Leuten da einen Kopf abhacke oder ob ich das lieber lassen sollte. Also ein Special Thank an alle, die zugeguckt haben, die sich jede Folge gespannt angeschaut haben. Und ja, haltet die Ohren steif. Wir sind jetzt auch gleich durch mit der Liste. Hat sich wahrscheinlich eh keiner angucken wollen, aber ich lasse es einfach mal so nebenbei laufen. Ihr wisst ja, wie es ist. Machen wir das einfach mal. Und Tim Trillior hat natürlich Vitalior gespielt. Wer sonst Vitalior? Unser cooler Begleiter. Ich habe ihn gefeiert. Sein Name war Programm. Und ja, verlassen wir auch mal die Liste. Für alle, die da drunter kommen, die das Video angucken sollten, es tut mir total leid, dass ich euch weggedrückt habe. Aber ihr werdet es mir verzeihen. So. Kommt hier noch ein Abspann oder sowas? Natürlich nicht.